Okay. Ja. Das ist so eine bildliche Vorstellung, wie ich, wenn ich Auto fahren würde. Maltes Falte, Falke, Mona Gorblisa, ultimative Bombe. Okay, dann holen wir uns mal die ganzen Dinger. Ja, was wollt ihr schon gehalten aus schon nach dem nichtsnutz Goblin? Ja, zurück an die Arbeit. Ich bin der Konkurrenz immer 3 Schritte voraus. Ja, I guess so. Tatsächlich eine leichtere Quest, als ich erwartet habe. Doch, machen wir. Was zum Fick habe ich da gerade gesehen? Muss ich da jetzt rein? Ah!
Ich glaube, ich muss hier rein. Oh Gott. Okay. Alles, was heilig ist, war das gerade. Halleluja. Oh Mann. Verschwendet nicht meine Zeit. Habt ihr die Ware, Boss? Teuer, dieser Kram ist ein Vermögen wert. Prüft alles mit geschulden und gierigen Augen. Ich glaube nur, dass der Handelsprinz die Sachen nicht bemerkt, wenn ihr sie mit dem Rest des Rechts übergibt. Bewegung! Kommen wir. Keine neue Schickert. Wow. Ja, dich noch. Hab ich euch nicht schon mal irgendwo gesehen? Wolltet ihr etwas von der geschuldeten Beute zurückstehen? Ah, jetzt. Ah, ihr habt es wirklich geschafft. Naja, ich schätze, ja, sicher haben sie verdient. Das ist aber ganz schön viel Beute. Meint ihr, es reicht, um euch einen Platz auf der Yacht des Handelsprinzen zu erkaufen? Könnt ihr jemanden mitnehmen? Ich habe im Marketing gerade nicht allzu viel zu tun. Lasst mal wieder von euch hören. Artikuliert euch vernünftig. Bekai, ja, mit habt ihr da? Gute Arbeit, meine Dame. Wirklich gute Arbeit. Da habt ihr ein echtes Vermögen in euren Taschen. Dann lasst uns den Handelsfritz sicher auf seiner Yacht. Macht euch vom Acker! Was ist los? Habt ihr den Tresor geknackt und eure Privatrechte in meiner Bank geholt? Ihr habt ja gespart. Ich bin stolz auf euch. Dass ihr jetzt seht, eure Moneten, Boss, das reicht nicht mal einmal ansatzweise. Es gibt immer noch mehr zu tun. Wir konnten die Sachen näher, aber wir haben immer noch nicht genug Moneten. Beim Glück habe ich das vorausgesehen und einen Plan entwickelt. Wir werden die Versicherung des Hauptquartiers einstreichen. Ihr habt mit einer Freiheit genommen, das übergebliebene Feuerwerk von eurer Party an genau zu verteilen. Alles, was ihr nun tun müsst, ist dorthin zu gehen, ein wenig Sabotage zu betreiben. Darf ich vielleicht einen defekten Generator, den ich undichten Ofen und leicht ins südliche Bett verschlagen? Dann geht ihr wieder nach draußen und schickt ein Benzinboot rein. Ein narrensicherer Plan. Okay. Balladen. Der Ofen ist aktiviert.
Bett ist in Flammen, wir müssen hier vielleicht einen kleinen Ticken raus. Am besten früher als lieb ist. Hier drauf drücken. Oh, das kann ja gar nicht schief gehen. Noch ein fehlerhafter elektrischer flammbarer Gasbett. Feuerwerk und zwar. Schnell, schnell! So, noch gar nicht. Sie sollte den Bildpegler mal sehen. Dort steht alles in Flammen. Gut, gut, ich habe keine Zeit, den Ort die Lupe zu nehmen. Hier die Knete aus der Versicherung des Billigquartetts. Ich muss einen Weg von Enden runterfinden. Goblin. Bewegung! Schön euch zu sehen! Ihr habt die ganze Knete zusammen. Jetzt müssen wir nur noch einen Stubenboss euch zur Jagd des Handels. Die legt bald ab. Ihr müsst uns beeilen. Springt rein. Wenn ihr was braucht, kommt zu mir! Vergibt Handels. Ah, falsche Richtung, mal wieder, weil. Meh. Oh boy. Zur Sache. Ist jetzt mit Bunny zusammen. Oh Gott, Schott, ihr seid es. Welches ist immer weiter Überraschung? Treibt seine Handflächen. Glückwunsch, ihr habt es gerade noch geschafft. Wie ich sie habt ihr alles mitgebracht, wo ich euch gebeten habe, sogar den Hot Rod. Bösartiges Grinsen hüscht über das Gesicht des Handelsprinzen. Über Symboliten waren sicher nicht leicht auch zu beschaffen. Jetzt bitte ich aber der Reichste. Mächtigste Goblin in ganz Azeroth. Zu tun, dass sich die Bedingungen unserer Vereinigung jetzt ändern. Ihr seid ab sofort mein Sklave, geht unter Deck und leistet euren Beitrag, mein Kohlenschaufler. Nächster Halt, Ashara. Muhahaha. Nur du schuld. Die dämlichen Sklaven hätten schon längst im Kalimdor sein können. Das lasse ich mir nicht in die Schuhe schieben. Wegen dir haben wir uns verirrt. Ist jetzt auch egal. Galliwix wird uns beide umbringen. Hast du das gehört? Ja! Captain, wer ist das? Unwichtig. Unser Befehl lautet, die Fracht an uns zu bringen, um jeden Preis. Keine Zeugen. Thank you.
Im Todenah. Von der Außenwand abgeschnitten und den Todenah. Oh, Goblin. Das ist ein Grund. Was? Komm schon, bleib weg. Alles, was ich tun kann, liegt nun an... Ihr hört mich, Goblin? Könnt ihr mich hören? Ja, wir sind halb tot. Und haben das Goblin-Startgebiet fertig. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Startgebiet. Tschüss.